Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Was ist ethischer Perfektionismus? Ein Begriff, den Stanley Cavell benutzt. Es geht darum, Stanley Cavells Philosophie zu verstehen. Zunächst zum Wort Perfektionismus. Cavell meint mit diesem missverständlichen Wort nicht das übertriebene Perfektionsstreben, in dem Satz, immer setze ich mich unter Druck, um alles perfekt zu machen, ich leide unter meinem Perfektionismus. Sondern Cavell meint das Gefühl, dass wir alle ethisch noch nicht da sind, wo wir sein könnten oder auch sein sollten. Keineswegs nur individuell, sondern auch gesellschaftlich, politisch und global. Wir können noch besser werden, können ethisch gesehen noch wachsen. Die Welt ist noch nicht an ihrem Ziel. Es muss Raum für Hoffnung geben, ja für Utopie. Perfectionism, sagt Cavell, das ist die Possibility or Necessity of the Transforming of oneself and of one's society. Und dieses Transforming ist, was mich interessiert. Weshalb der missverständliche Name Perfektionismus? Darauf geht Cavell ein. Er sagt, to struggle against false or debased, verkommener Perfectionism, das sei ein genügender Grund, dieser Kampf gegen die falsche Bedeutung von Perfektionismus, um an diesem Wort festzuhalten. Schritt 2. Wir stehen auf einer ethischen Treppe und können immer noch eine Stufe höher. Cavell geht hier auf Emerson, den amerikanischen Transzendentalisten des 19. Jahrhunderts, ein. Er schreibt, where do we find ourselves? In a series, in einer Reihe, of which we do not know the extremes and believe that it has none. We wake, also wir wachen auf, and find ourselves on a stair, auf einer Treppe. There are stairs, hier in der Bedeutung Treppenstufen, below us, which we seem to have ascended. There are stairs above us, which go upward and out of sight. Ein tolles Bild. Und das bedeutet, das ethische Nachdenken beginnt hier und jetzt beim eigenen Dasein in der normalen Welt, in der wir leben. Es beginnt nicht bei einem ethischen Prinzip oder Fundament oder Ideal, oder auch einem System ethischer Begründung. Cavell geht es darum, uns selbst als ethische Subjekte zu entdecken. Mit was bin ich selbst unzufrieden? Und nach welcher besseren Welt sehne ich mich? Was ist mein zentrales Anliegen? Wer möchte ich ethisch gesehen werden? Was würde es bedeuten, wenn ich wirklich Verantwortung für meine eigenen Ansichten übernehmen würde? Für und gegen was müsste ich mich dann politisch engagieren? To recognize the unattained self, also das nicht erreichte Selbst, is, I gather, a step in attaining it. Also es ist eine wichtige Bedingung, um es dann doch noch zu erreichen. Schritt 3.1, was ist das für eine Ethik? Was fällt uns hier auf? Das ist eine Ethik ohne allen Rekurs auf Fundamente und a priorische Sicherungen, wie es sonst in der philosophischen Ethik üblich ist. Es gibt hier kein festes philosophisches System. Es gibt keine irgendwie rationale oder logische Letztbegründung von ethisch gut und schlecht. Es gibt keinen höchsten ethischen Leitbegriff wie Vernunft bei Aristoteles oder Kant, aber auch kein ethisches Ideal wie der Philosophenkönig bei Platon. Aber so können wir fragen, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, ist dann nicht alles relativ und es gibt gar keine Wahrheit? Das ist die trotzige Stimme des Skeptizismus und des Nihilismus. Nein, Cavell geht es um den mittleren Bereich, um die Wiedergewinnung und Anerkennung des Alltäglichen für die Philosophie. Es gehört gerade zum Menschlichen, zur Conditio Humana, dass wir keine letzte Gewissheit haben, dass wir immer weiter zweifeln werden. Skeptizismus ist nicht unheilbarer als die Fähigkeit zu denken und zu sprechen.
Also solange wir denken und sprechen, werden wir auch zweifeln. Das alles gehört einfach zu uns Menschen. Es gibt zum Glück nie einen letzten philosophischen Sieg über den Skeptizismus, der nämlich einen Sieg über das Menschliche an sich bedeuten würde. Kevels Philosophie geht es darum, dass Endlichkeit, wie er selbst schreibt, immerzu angenommen und erlitten werden muss. Und dazu gehören auch Zweifel und Unsicherheiten. Umgekehrt bedeutet das, wir dürfen über alles philosophisch selbst sprechen und nachdenken. Das ist ein philosophisches Self-Empowerment. Jetzt zu den Inhalten. Negativ gehen wir folgendermaßen vor. Kevel schreibt, welcher Perfektionismus verkommen oder falsch ist. Wenn es die Vogelperspektive einer letzten Wahrheit nicht gibt, dann befinden wir uns irgendwie immer innen, in einem Innenraum oder im Bild gesprochen in der Mitte unserer ethischen Treppe. Wie können wir ethisch besser werden und die nächste Stufe nehmen? Zunächst müssen wir Formen des falschen ethischen Perfektionismus erkennen. False or debased perfectionisms seem everywhere these days. Einige Beispiele. Flucht ins selbstoptimierte Leben. Best-selling books with titles like Love Yourself. Perfectionism als the well-rounded life. Formen der individuellen Kultivierung, die uns von einer wichtigen Einsicht ablenken, nämlich, dass wir etwas tun könnten, um die Welt zu verbessern. Das sind Formen von Ästhetizismus, man könnte auch sagen, eine egoistische Form des sich selbst Perfektionierens. Aber es gibt auch den verlogenen Moralismus oder Konformismus. Zwar ist nicht alles ideal, würden wir dann über unsere Gesellschaft sagen, aber unsere Gesellschaft hat doch die besten Werte von allen. Eine völlig neue und bessere Gesellschaft, die gibt es doch ohnehin nie. Und drittens, Theokratie, Ökodiktatur, wenn wir das Gute mit Gewalt durchsetzen wollen. Auch das ist ein falscher Perfektionismus. Positiv sagt Kevel, Perfektionismus ist Training für Demokratie. Perfectionism generally in a world of false democracy, also einer falschen Demokratie, in der wir eigentlich leben, einer minderwertigen, is the discovery of the possibility of democracy, which to exist has recurrently to be rediscovered. Das muss man also immer wieder neu entdecken, dass Demokratie doch möglich ist. Perfectionism is the dimension of moral thought directed less to restraining the bad. Also es geht nicht so darum, das Schlechte zu bändigen, but to releasing the good. Perfectionism should be taken as a part of the training for democracy, to keep the democratic hope alive in the face of disappointment. Wir sind alle enttäuscht von der real existierenden Demokratie und doch sollen wir daran glauben. Es ist möglich und es lohnt sich, dass wir uns gemeinsam anstrengen und die ethische Treppe noch etwas weiter nach oben gehen. Wir müssen versuchen, uns selbst und unsere Welt ethisch besser zu machen. Und da kommt jetzt das Self-Empowerment ins Spiel. Demokratie braucht nämlich den individuellen Erfahrungshintergrund jedes einzelnen Menschen. Wir alle haben immer nur einen individuellen Erfahrungshintergrund und Standpunkt. Das verbindet uns gerade, das gehört zu unserer Endlichkeit und zu unserer Conditio Humana. Da sind wir beschränkt, aber wir sind alle beschränkt. Eine ganz eigene Perspektive einzunehmen vor dem Hintergrund individueller Erfahrung, das ist deswegen nicht Subjektives, sondern etwas Allgemeines. Kevel schreibt, recognizing my finitude, also meine Endlichkeit or separatedness, also das ist die Getrenntheit von allen anderen, realizing my partiality, also die Voreingenommenheit. Darum geht es. Die philosophische Dimension der Autobiografie besteht darin, sagt Kevel, dass das Menschliche repräsentativ ist, sozusagen nachahmend, dass jedes Leben für alle anderen exemplarisch ist, eine Parabel eines jeden. Darin liegt eine Gemeinsamkeit der Menschheit.
Man könnte es so übersetzen: Du bist anders als alle, auch ich bin anders als alle. Darin und in allem, was noch zur Conditio Humana gehört, begegnen wir uns, sind uns gleich. Die eigene Endlichkeit in sein Selbstbild zu integrieren, den eigenen Erfahrungshintergrund als wertvoll zu sehen, das heißt, die eigene Stimme zu finden. Und darum geht es in diesem ethischen Perfektionismus, die eigene Stimme zu finden. Damit der demokratische Prozess weitergeht, braucht es Diversität und mutige Individuen, die sich trauen, ihre individuellen Erfahrungshintergründe zu artikulieren. Die Mehrheit übersieht vielleicht das eine, das Not tut, bis auf jene kleine oder auch größere Gruppe, die unter der Wirklichkeit leidet, so wie sie heute Normalität ist. Beispiel 1. Wenn die Mehrheit Normalität als männlich gilt, braucht es die Stimme der Frauen, um diese Normalität überhaupt als Patriarchat oder restriktiv zu sehen. Und wenn die Mehrheit in relativem Wohlstand und Privilegien lebt, braucht es die Stimme des Prekariats und der Nichtprivilegierten, um diese Normalität, um diese Gesellschaft überhaupt als exklusiv, als ausschließend und restriktiv zu sehen. Zur Take-Home-Message. Stanley Cavell würde uns raten: Misstraut jeder Philosophie, die euch absolute Wahrheiten beweist oder beweist, dass es überhaupt gar keine Wahrheiten gibt. Werdet nicht zynisch und verbittert nicht. Denkt an die Treppe. Es geht um das Hier und Jetzt. Fangt an, wirklich selbst nachzudenken. Erkennt, wie groß oft der Konformitätsdruck ist in der Gesellschaft, aber auch überall im Ideologischen und auch im Religiösen. Was sollte sich ändern? Findet eure eigene Stimme, artikuliert euch selbst, euren Erfahrungshintergrund und eure Vision einer besseren Welt. Wer außer mir selbst könnte mir die Vollmacht geben, so schreibt Cavell, für mich selbst, für uns selbst zu sprechen. Ich möchte zeigen, sagt er, dass tatsächlich wir alle in der Lage sind, uns selbst das Recht zu geben, beziehungsweise es von uns selbst zu nehmen. Philosophy presents itself as an untaken way of life. Philosophie ist eine Art zu leben, ein Weg des Lebens, der aber meist nicht gewählt wird von uns. Das wollen Perfektionisten sagen. Was ist ethischer Perfektionismus? Das war ein Versuch, Stanley Cavell zu verstehen. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.